Jochem is er nog niet. Ik zou ook niet weten waar hij blijft, maar hij moest nog even wat ophalen. Dus, ja. Hoi. Hey, kijk eens. Ben er klaar voor? Wat heb jij nou weer aan? Wat ik aan heb? Dat zie je, ik heb me gewoon goed voorbereid. Want ik weet gewoon na 4 seizoenen Willem Wever dat bij vragen zoals jij hem gesteld hebt, Van Gelder meestal de pineut is. Dus onder het motto, beter voorkomen dan genezen, ben ik gewoon goed voorbereid. Je hebt tenminste ook verteld natuurlijk wat je vraag is, of niet? Nee, nog niet. Ik wacht op jou. Nou ja, toch wel even kunnen zeggen. Nou, doe dat dan even. Vertel even wat je vraag is. Nou, mijn vraag luidt, hoe leer je schans springen? Hoe leer je schans springen? Hè? Ja. Hebben we hem door thuis? Nou, meestal hebben we een deskundige waar we een afspraak mee hebben. Nou, vandaag is het heel bijzonder, want hebben we een deskundige die letterlijk en figuurlijk uit de lucht komt vallen. Want kijk even mee naar boven, Stefan. Daar helemaal bovenaan. Zie je hem staan? Ja. Onze deskundige. Kijk, daar komt hij aan. Dat is Heinz Koetin. Dat is ex-wereldkampioen skischanspringen. Ooit zilver en 2 keer brons op de Olympische Winterspelen. Met andere woorden, een deskundige met een hoofdletter. Hallo. Sehr schön. Schöner Sprung. Hallo. Grüß Gott. Servus. Das ist Stefan. Hey, aha. Ich weiß schon, warum ihr hier seid. Ja, oh ja, ja. Sie wissen ja schon. Selbstverständlich. Wir werden uns das gleich halten sehen. Wir gehen gleich hinauf. Sehr gut. Gut. Sehr gut. Das mag ich gut nicht, sehr. Oberkörper, jawohl. So, ja. So. Und vorne hinausschauen. Vorne hinausschauen. Da musst du den Schanzentisch sehen, okay? Ja, ja. Das ist die Springhaltung. Das ist die richtige Anfahrtshocke. Und warum ist diese so wichtig? Die ist so wichtig, weil der Absprung der erste Teil ist des Sprunges und wenn man den falsch macht, dann ist das schon schwierig. Kann jeder so anfangen mit Schanzspringen? Jeder kann anfangen, aber am Anfang mit Alpinskier. Man braucht andere Skier dafür, nicht? Für den Beginn sind die Alpinski ganz normal. Ja. Hier ist man fix am Ski fixiert und dann mit dem Sprungski, das ist eben, der ist breiter. Der ist länger, er ist vorne 11,5 cm breit und dann hat man eine spezielle Bindung, wo man vorne fix am Ski angebracht ist und hinten hat man eben dieses Band, damit man die richtige Flugposition einnehmen kann. Begrijp je dat? Dus voor de schoen zit gewoon vast, ja. Maar achter zit hij los met dit draadje. Die komt dus iets van de ski af, waardoor je meteen de goede skihouding hebt. Und die andere Seite, das sind... Ja, das ist... Ein normaler, ganz ein normaler Belag wie beim Alpinski, nur wir haben mehr Rillen, weil einfach der Ski breiter ist. Okay. Ja. Ja. Super. Großes Kompliment. Erster Sprung auf der 15 Meter Schanze. Ja. Super. Und dies war eine der ersten Übungen, wenn man anfängt. Jawohl. Mit diesen Übungen beginnt man und dann geht man eben auf die 15 Meter Schanze. Ist der Schanz 15 Meter hoch? Nein, das wird nicht mit der Höhe der Schanze gemessen. Auf der 15-Meter-Schanze kann man bis 15 Meter weit springen. Ein bisschen mehr vielleicht sogar noch. Ja, ja. Dus het is nicht die Höhe von der Schanze, aber es ist vanaf dem Moment, dass je davon afspringt, tot het Moment, dass je neerkommt, das ist ungefähr 15 Meter. Hans, hoe alt moet je sein, um Ski zu können springen? Ja, man beginnt zwischen 6 und 8 Jahren. Also 12 Jahren ist schon die Grenze, dann ist man schon zu alt. Schau, wenn du diesen Springern zusiehst, die sind so rund um die 10 Jahre alt. Ja. 10 Jahre. Und Stefan, du bist? Ja, bent? 10? 10. Ah ja, ist auch 10. Das wäre gerade recht zum Anfangen, ja. So, hier sind wir beim Schanzentisch. Das ist der Punkt, wo man wegspringt. Und dies ist der Schanzentisch von der K90. Aber das ist nicht so hoch. Nein, das ist 2,80 Meter exakt hier auf der 90 Meter Schanze. Das sieht im Fernsehen so aus. Es ist der Luftabstand im Flug, in der Luft zum Boden höchstens 3 bis 4 Meter. Begrijp je dat? Het is eigenlijk maar 3 Meter. Omdat de berg naar beneden gaat en de springer ook. Ja. Die afstand is nooit meer dan 3-4 Meter. Ja. Hoe meet je nou de afstand van de sprong die je maakt? Dat is een goede vraag, want er zit natuurlijk nergens een afdruk, hè? Nee. Ja, da gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es die Videoweitenmessung, das ist exakt, da kann man bis auf 10 cm genau messen.
Dann gibt es noch, der Trainer kann vom Kampfrichterturm aus schätzen. Das ist die Position? Das ist diese Position hier am Vorbau. Und dann gibt es noch bei kleineren Wettkämpfen vor allem, da gibt es 20 bis 25 Weitenrichter, die stehen seitlich des Aufsprungs und die messen dann die exakte Weite. Aha, aber wie misst man das? Also wenn ich jetzt hier aufspringe und ja, hier ist 90 Meter, dann bin ich genau 90 Meter gesprungen. Ach so, also es ist nicht klug, um die Spitzen der Skien in die Schnee zu stecken, um damit noch 50 Zentimeter zu gewinnen? Nein, das gibt überhaupt nichts aus. Also der Schuh exakt wird gemessen und das ist dann die Weite. Verstehen Sie? Ja. Sehr gut. Ja, super. Aber jetzt, ich bin jetzt fertig aufgewärmt, ich gehe mich umziehen und ihr könnt dann hinaufgehen am Anlauf und dann mache ich einen Sprung für euch. Ja, okay. Mach einfach nach oben. Ja, okay. Springen! Hey Kiel, nou wordt het echt spannend, jongen. Ja. Hoe vind je het tot nu toe? Heel interessant. Ja, ik vind dat heel erg interessant. Maar ik vraag me nu ook toch wel heel erg af. Kijk even, wat iemand bezielt om op skis van zo'n enorm hoge helling af te gaan. Ja. Oh jongens, ik moet er niet aan denken. Het zou mij erg dun door de boek gaan, hoor. Mij ook. Wat gaat hij nou doen? Wat kun je toen maken? Ja, herunterspringen. Du kunst herunterspringen? Ja. Maar wie oud bist du? 13. Hij is 13 jaar en hij gaat naar beneden springen. Hast du keine Angst? Nein, eigentlich nicht. Bist du nicht ängstlich, dass du stürzt? Ein bisschen. Ein bisschen. Maar warum machst du diesen Sport und kein Fußball oder so etwas? Ja, es ist Spannung dabei und es kribbelt im Bauch. Na. Viel Erfolg. Hals- und Beinbruch. Huh? Dat kan je toch niet zeggen? Dat betekent succes. Oh. Oh jongens, ongelooflijk. Je moet helemaal gek zijn eigenlijk. Heinz, hey. Sehr gut, we hebben ja genau die Stefan angeschaut. Ja. En zo een Geschwindigkeit. Ja, das ist. Wie groß ist die Geschwindigkeit? Ja, das ist so 85 bis 87 km/h. Das ist nicht so schnell. Wenn man das öfter macht, dann bekommt man das in die Routine. Ist das ein spezieller Anzug? Ja, selbstverständlich. Das ist von einigen Firmen hergestellt. Der ist einen Zentimeter dick. Speziell mit der Luftdurchlässigkeit. Es ja? geht vorne ein bisschen mehr Luft hinein als hinten hinaus, damit man richtig fliegen kann. Also die Luft bleibt hinein? Bleibt im Anzug. Begrijp je dat? Dus de lucht gaat in het pak, komt helemaal in het pak en dan kun je dus beter vliegen. Dan ben je waarschijnlijk iets lichter of zo. Dan bedank ik me dat je hier wart bij ons in Villach. En jetzt werde ik nog een sprong maken. Ja, maar voorzichtig, hè? Ja, voorzichtig. Auf Wiedersehen. Nou jongen, ik geloof dat we nu wel een beetje het antwoord op je vraag hebben, hè? Ja. Komt er dus in feite op neer. Je moet vroeg beginnen, je moet goed kunnen skiën, je moet geen hoogtevrees hebben. Nee. En je moet ook een beetje lef hebben. Ja. En je moet ook een beetje gek zijn als je het aan mij vraagt. Ja. Hè? Ben jij tevreden helemaal? Helemaal. Ik geloof het wel. Nou, heb ik voor jou nog een kleine verrassing. Oh? Ja. En dat heb ik speciaal voor jou geregeld. Eigenlijk mocht het niet, maar ze hebben toestemming gegeven. Daar weet je helemaal niks van. Kijk eens even wat ik hier heb voor je. Ik heb een pak voor je en een helm. En ook schoenen. Jij mag over 5 minuten ook vanaf de 90 meter schans een sprong maken. Ja, hé! Hey.